Ja, Katharina, denn nur weil die Gemälde von Hermann Nitsch, die dort hängen, millionenteuer sind, dann heißt das noch lange nicht, dass auch der Museumsbetrieb dort gewinnbringend ist. Die Stadt Mistelbach verhandelt mit dem Land nun wegen einer Übernahme des Museumszentrums. Vor 1,5 Jahren ist es eröffnet worden. Herzstück ist das 6000 Quadratmeter große Areal mit den Werken von Hermann Nitsch. Sollte das Land das Museum übernehmen, könnte es gemeinsam mit anderen Standorten, gemeinsam im Paket besser vermarktet werden. Das hoffen zumindest die Verhandler. Großer Bahnhof für einen großen Künstler bei der Eröffnung des Hermann Nitsch Museums im Mai des Vorjahres. 20.000 bis 25.000 Besucher kommen seither pro Jahr und damit liege man im Plan, soll, sagt Mistelbachs Bürgermeister Christian Resch. Freilich könnten es aber auch noch mehr sein. Und darum die Übernahmeverhandlungen mit der niederösterreichischen Kulturwirtschaft, kurz NÖKU. Denn einerseits wolle man auf das professionelle Know-how der Landeskulturagentur zurückgreifen, die verschiedenste Kulturgesellschaften wie etwa die Schallerburg oder das Musikfestival Grafenexe erfolgreich führt. Andererseits gehe es auch darum, Mistelbach in dieses kulturelle Angebot optimal einzugliedern. Der NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessel bestätigt die Verhandlungen, will aber keine weiteren Details nennen. Er hofft, die Verhandlungen bis Jahresende abschließen zu können. Jeden Montag geben wir Ihnen in den Traum.